voll witzig. Das Sat.1 Comedy Quiz. Mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Hans-Werner Olm und Tommy Wosch. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Neueste Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Auch heute haben wir für Sie wieder die witzigsten Bilder der Woche und geben Ihnen die Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel, setzt die Bundeswehr jetzt auch auf Sexbomben? Wie schützen sich die Schwimmerinnen bei der EM vor Nässe? Und wer trägt eigentlich die alten Brüste von Pamela Anderson? Diese und ähnliche Antworten auf andere Fragen werden Ihnen heute unsere Experten geben. Wie immer, das erste Team wird angeführt von Zappel-Experte Mirko Nonchef. Ja! Er wird unterstützt vom Experten für Wahnsinn und Frauenfeindlichkeit, Hans-Werner Olm. Und das zweite Team, meine Damen und Herren, Ernährungsexperte und Team-Captain Markus Maria Profittlich. Und an seiner Schokoladenseite sitzt heute wieder der Experte für breites Grinsen, Tommy Wosch. Tommy, gleich am Anfang unserer lustigen Show muss ich leider ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Was? Ja, doch. Was habe ich denn schon wieder gemacht? Ja, du hast nichts gemacht, aber dein Handy, ja, das hat etwas gemacht und nämlich tüt. Und das nämlich mitten in der Sendung, meine Damen und Herren, wir schauen uns das einfach nochmal an. Hier das Originalbild. Tommy Wosch und Markus Maria Profittlich erraten was. Noch passiert nichts. Doch jetzt. Ja, das sind so große Tiere. Und unauffällig versucht er. Gucken, ja, und jetzt, pass auf, jetzt streckt er die Zunge heraus. Und das gibt einen Punktabzug gleich am Anfang der Sendung. Hey! Ja. Das kannst du nicht machen! Freund. Ich bestimme hier und ich sage, Handyklingel ist okay, aber Zunge rausstrecken findet nicht statt. Ein Punkt Abzug für Tommy Wosch und Markus. Sag mal, wer hat eigentlich angerufen, Tommy? Wer hat eigentlich angerufen? Ja, ich konnte nicht rangehen, ich meine, weiß ich nicht. Aha. Okay, ich war's. Ja, ich hab mich, ja, nein, ich habe mich nur verwählt. Ich wollte den Markus sprechen. Ach eigentlich. Nee. Eigentlich ja. Ich hab keine Ahnung. Aber warum auch ein Punktabzug wegen Lügens vor der Kamera. Dankeschön, danke. Eine unverschämte und infame Lüge. Denn Mirko, ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt und unsere Sat.1-Mitarbeiter haben tagelang, tausenderweise versucht herauszufinden, wer hat Tommy Wosch angerufen. Und ich weiß, wer es war, Tommy, wir haben das Originalbild. Es war deine Geliebte. Hier ist sie. Das Thema des Tages, meine Damen und Herren, ist natürlich BSE. Seit heute dürfen die Briten endlich wieder ihr Rindfleisch exportieren. Bei McDonald's gibt es bereits ab morgen ein Wahnsinnsangebot, einen Mac-Exitus und eine originalbelgische Cola. Die Kids sind total verrückt danach. Auswirkungen auf ihr Verhalten hat das jedoch zum Glück nicht, wie wir hier sehen können. Ein krasser Fall von Kinderwahnsinn, würde ich sagen. Kinderwahnsinn? Ja. Ich dachte, das wären heute Standardtänze. Ja, so tanzt man heute. So tanzt die Jugend. Viele Deutsche sind ja aus Angst vor verseuchtem Fleisch Vegetarier geworden. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Der Hans Werner, der ist ja auch Vegetarier, ne? Der steht total auf junges Gemüse. Wie sind Vegetarier als Tierquäler? Zuerst retten sie dem Kaninchenbraten scheinbar das Leben und dann fressen sie ihm das ganze Futter weg. Das stimmt, das habe ich selbst schon gesehen. Mirko, ich bin verwundert, ich wusste gar nicht, dass du Tierschützer bist. Na klar, bin ich Tierschützer, ich schütze die Tiere vom Altwerden. Wenn die erstmal Tiere, hast du schon mal einen Affen im Roll, das ist ganz schwierig sowas. In dieser Woche sind mir wieder einige sehr, sehr bemerkenswerte Fernsehbilder aufgefallen, zu denen ihr nun bitte die passenden Meldungen liefern möget. Markus und Tommy, hier ist euer erster Film. Was kann das sein? Sommerfrische, Graf Dracula fährt in Urlaub.
Ja, oder wie das Thema des heutigen Abends schon ist, ne? Britisches Rindfleisch darf jetzt wieder ausgeliefert werden. Wo hat er so eine Idee? Oder? Formel 1, ja? Das ist Schumachers neuer Ferrari. Der muss nur noch fertig lackiert werden. Na gut, dann was anderes. Milosevic neuer Dienstwagen. Die Meldung, meine Damen und Herren, hinter diesem Originalausschnitt lautet: Neu für Kannibalen, endlich Essen auf Rädern. Und hier kommt euer Film. Ja. Unser Film, ja. Das ist unser Film. Oh, jetzt fällt mir nur eins ein. Nee, Geld entstellt. So weit. Ja, aber ist so. Oder vielleicht Rumkugeln werden teurer. Kann man auch machen. Hey. Vera beim Mittag. Das ist Dagobert Duck nach seiner Geschlechtsumwandlung und die heißt jetzt Dagmar Dick. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Schweine im Geldall. Mein lieber Scholli, dafür gibt es 140 Punkte, glaube ich. Wollen wir erst mal sehen. Die richtige Meldung, die hinter diesen Bildern ist, eine sensationell schockierende Enthüllung über Martin Hassemal, 2 Millionen Mark Bangemang. Seine Frau hat sich mit EU-Geldern einen eigenen Whirlpool bauen lassen. Das war dieses Bild. Und fällt mir schwer, ich habe 5 Punkte zu vergeben in dieser ersten Runde. Das wissen Sie, meine Damen und Herren. Ich fand, ihr hattet das einfachere Bild und der Ferrari von Schumi war nun wirklich der absolute Abräumer. Deswegen in dieser ersten Runde 2 Punkte für euch und 3 Punkte für euch. Ja. Geht das jetzt so weiter? Oder? Was ist das? Ich mach jetzt gar nichts mehr. Nee. Was ist das? Stevie Wonder beim Schaufensterbummel. Gestern, meine Damen und Herren, hat sich Deutschland mit einer gigantischen Show um die Austragung der Fußball-WM für das Jahr 2006 beworben. Ich war auch dabei. Gott sei Dank hat man mich rechtzeitig geweckt. In unserem Pantomime-Spiel geht es heute um Fußball. Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Begriffe. Für jeden Begriff habt ihr 15 Sekunden Zeit und dann kommt eine Halbzeitpause. Markus fängt an und Tommy sollte diesen Begriff möglichst erraten. Zu Fußball, ja? Fußball. 15 Sekunden Zeit. Markus kann... Ja, komm, dann bück dich mal, du! Tommy! Ich weiß es! Ja? Was ist, Tommy? Ich glaube, dann weiß ich es jetzt schon. Ja? Hat er gerade gesagt, dann bück dich mal? Ja, hat er gesagt. Ich schaue es mir trotzdem mal an, aber ich glaube... Gut, dass du es noch nicht gesagt hast, weil die 15 Sekunden haben wir gar nicht angefangen. Aber es ist eine Geschichte, die man im Sommer, besonders in Köln, sehr oft auf der Straße sehen kann. Also, 15 Sekunden Zeit, ab jetzt! Ja, Mensch, ich bräuchte dich ja jetzt eigentlich nicht dafür. Wie nehme ich denn? Die Zeit läuft, Markus. Nee, soll ich mich vielleicht über den Tisch legen? Ja, bitte, du weißt es doch. Lass mich doch jetzt nicht hier so schwitzen, Mann. Das ist mir jetzt... Mann, Deckung! Jawohl! Und natürlich kann Tommy nicht sehen, was Sie unten eingeblendet sehen, meine Damen und Herren, nämlich diesen Begriff, Markus, 15 Sekunden, nicht erklären, nur darstellen, erklären würde länger dauern. Ab jetzt. Puh! Schwitzen, laufen. Faul! Schwalbe! Nein! Fallmut! Fallrückzieher! Nein! Schiedsrichter, rote Karte, gelbe Karte! Ja, aber wegen Öl, wegen eines Fouls! Wegen einer Blutgrätsche! Nein! Nein! Die Zeit ist doch bestimmt schon längst vorbei, oder nicht? 5 Sekunden sind rum, glaube ich. Mach so lange, bis hier der Tüt kommt. Es kommt kein Tüt, deswegen weiß ich nicht, wann die rum sind. Ich sage einfach mal, 15 Sekunden sind rum. Und leider wusstest du wahrscheinlich nicht, was eine Abseitsfalle ist, Markus. Aber es war der Begriff Abseitsfalle. Und wir haben noch einmal einen dritten Begriff. 15 Sekunden Zeit für dich, Markus. Ab jetzt. Orang-Utan-Affe, Banane, Oliver Kahn. Nein, Banane ist richtig. Nein, Bananenflanke. Jawohl.
Bananenflanke. Ah. Toll gemacht, 2 Punkte für euch. Wer hat diese Bananenflanke berühmt gemacht, Tommy? Günter Netzer war das bei sich sogar. Das gäbe fast noch einen Extrapunkt. Und jetzt seid ihr dran, Mirko. Also ich kenne mich hier mit Fußball. Jetzt als lebender Ball, was kann das sein? Ein Griff aus dem Fußball. 15 Sekunden. Ab jetzt. Zwei. 250. Spiel von Lothar Matthäus. Nein. Blutgrätsche. Blutgrätsche. Für Zeit ist leider um. Es ging um den Begriff Fummeln. Ja. Und noch ein Begriff aus dem Fußball. 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Zeig, was du kannst. Machst du es einmal oder mehrmals? Das geht ja gar nicht. Es geht nur kurz. Hürdenlauf. Zeit kommt. Zeit läuft. Kopfball, Fallrückzieher. Jawohl! Oh, oh. Und hier, Mirko, ist der dritte Begriff. Kann ich. Kein Problem für dich, denke ich. 15 Sekunden ab jetzt. Tierarzt. Nein. Nicht Tierarzt. Torwartfehler. 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 Das ist richtig. Pfui. Es ist eine Pantomime mehr. Will ich reden? Leider ist es. Wir haben Es war die Angst des Torwarts beim Elfmeter. Richtig! Ja, leider nicht erraten. Aber die Punktevergabe ist in diesem Fall ganz, ganz einfach. Ein Begriff von euch richtig erraten, 2 von euch. Das heißt, 2 Punkte für euch, 1 Punkt für euch. Und das gibt uns einen momentanen Gesamtpunktestand von 2 Punkten für Hans-Werner und Mirko. Und 4 Punkte für Tommy und Markus Maria Bofittlich. Weiter geht's mit den vollwitzigen Nachrichten, bei denen wir euch jetzt wieder einige Bilder zeigen, die so aktuell sind, dass es überhaupt noch keine Meldung dazu gibt. Darum möchtet ihr bitte die passende Meldung erfinden. Tommy fängt an, hier kommt deine erste Nachricht, das erste Bild. Oh, hoppla. Ja, Schönheitsoperation. Jenny Elvers hat sich erneut unter das Messer gelegt. In einer 36-stündigen Operation hat sie sich den Lauterbach entfernen lassen. Warnung! Was ist los? Ach so. Warnung! Das Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass einem auch in Deutschland von Cola schlecht werden kann. Man muss nur genügend Rum reintun. Das kann ich so noch sagen. Verkaufslager? Markus Maria Profittlich gibt es jetzt auch als Flaschenöffner. Flucht, Panik in Bayern. Theo Weigel ist eine Augenbraue entlaufen. Es ist 5 Punkte gibt's zu verteilen, das ist wahnsinnig schwer. Profittlichs Flaschenöffner war fantastisch, aber die Augenbraue, glaube ich, lag einen kleinen Deut vorne. Deswegen 3 Punkte für euch und 2 Punkte für euch. Und jetzt, meine Damen und Herren, gibt's wieder ein paar aufs Maul in unserem Pappnasenspiel oder Nasenheimer Pappenspiel oder Pappenheimer Nasenspiel. Ihr sollt jetzt in 45 Sekunden herauszufinden versuchen, welche prominenten Köpfe ich euch vor die Brille pappe. Es sind prominente Köpfe, die dieser Woche auf jeden Fall für Schlagzeilen gesorgt haben. Ihr könnt nicht sehen, wer ihr seid. Und durch Fragen sollt ihr herausbekommen, wer ihr seid. 45 Sekunden Zeit, ich gebe euch einen ersten Hinweis für euch. Ihr versteht euch gut, sonst versteht euch fast keiner. Was? 45 Sekunden ab jetzt. Wir verstehen uns, sonst versteht uns keiner. Sind wir Männer? Jo. Ja. Achso, gerne antworten. Bin ich Frau Nolte? Okay. Nein. Wir sind 2 Männer. Ja. Männliche Tiere oder ganz normale Menschen? Menschen, nach wie vor Menschen. Ja, das ich aber auch im Laufe der Zeit. Ein zweiter Hinweis, zum Spielen seid ihr schon zu alt.
Würde die katholische Kirche mit mir werben? Sind wir Schauspieler? Nein. Politiker? Was? Politiker? Wer? Politiker? Ohren oder was? Habe ich als Kind Frösche aufgeblasen? Kann ich die Frage nochmal haben? In jedem Fall siehst du noch so aus. Als Kinder zusammen werdet ihr ein biblischer Installateur. Als was? Leider nicht erraten. Es war auch schwer. Die Köpfe dieser Woche, Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer wären es gewesen. Oh. Ja. Na ja. Meine Damen und Herren, Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer machen ja Werbung für die Fußball-WM 2006, die in Deutschland stattfinden soll. Grund, das Gastgeberland braucht sich nicht für die WM zu qualifizieren. Danke. Für die deutsche Mannschaft die einzige Chance, dass sie mitspielen darf. Leider nicht erraten, aber jetzt kommen wir zu euch dreien, Hans, Werner und Mirko. Bitte setzt schon mal eure Brillen auf, bevor euch das Publikum schallend über meinen Karlauer lacht. Und auch hier, das ist schwer, Mirko, oder? Geht es? Jetzt auch hier wieder zwei, die in dieser Woche von sich reden machten. Von euch gilt es zu erraten in 45 Sekunden. Ich merke schon, das wird sehr einfach. Und auch mein erster Hinweis für euch, auch ihr seid leider Botschafter für Deutschland. 45 Sekunden ab jetzt. Oh, männlich, bin ich Schlagersänger? Beides. Was? Sowohl als auch, männlicher Schlagersänger. Sehe ich von der Seite aus wie ein Tier? Nein. Sehe ich von der Seite aus wie ein Politiker? Nein. Sind wir in der Musikbranche oder auch im Schauspielerbereich? Ja, welche Frage willst du beantworten haben? Ich weiß es nicht, die dritte. Nein, also war ich... Also gut, Musikbranche. Euer zweiter Hinweis, ihr seid richtig scheiße. Und gleich euer dritter Hinweis. Warum seid ihr bloß wiedergekommen? Ach, Modern Talking oder was? Ja! Aber warum habe ich dann das nicht gleich gesagt? 5 Sekunden vor der Zeit. Toll gemacht, richtig erraten. Modern Talking, das gibt 2 Punkte für euch. Ach so, ja, weil wir erraten haben. 2 Punkte für euch und leider keinen Punkt für euch, denn ihr habt die... Köpfe der Woche nicht erraten können, aber es ist noch alles drin. Vorgestern, meine Damen und Herren, Sie haben es natürlich im Fernsehen verfolgen können, feierte Arnold Schwarzenegger Geburtstag. Es ist der einzige Mensch, der als Haustier einen Muskelkater hat. Bekannt wurde Arnold Schwarzenegger durch die Verfilmung seiner Lebensgeschichte, Conan, der Barbar. In unserem Synchronisationsspiel erfahren wir nun von Tommy und Markus, wie es bei Familie Conan zu Hause zugeht. Hier ist eure Mats. Hallo, Schätzchen. Komm bloß nicht so, Conan Hunger. Na, ist doch kein Ding, du. Ich hab dir einen Tofu-Burger vorbereitet. Schnittchen könnte ich reichen, ich mein... Tofu? Spinnst du? Conan Hunger. Fleisch. Ach, Conan, wenn du wenigstens mal einen Satz zu einem grammatikalischen Happy End bringen würdest, echt. Macht mich satt. Conan braucht Mammutschnitzel. Was denn bitte? Mit Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Apfelmus. Apfelmus. Palatschinken. Palatschinken, echt. Immer nur fressen, die pimpern, mir reicht's. Geh nach Hause zu Mami, du. Ja, okay, dann heirate ich Biolek, der kann sowieso besser kochen. 5 Sekunden, und sehen Sie gleich nach der Werbung Hans-Werner Olm und Mirko Nonchevals, Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis. Außerdem erwartet Sie unser sagenhaftes, großartiges Finale. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Mit mir im Studio Tommy Bosch und Markus Maria Profitlich. Ja. Und Hans-Werner Olm und Mirko Nonchev. Wir haben, meine Damen und Herren, eben vor der Pause eine fantastische Synchronisation von Conan, der Barbar, gesehen, die wirklich seinesgleichen suchen kann und muss und soll. Und jetzt haben Hans-Werner und Mirko die Chance, hier noch einen draufzulegen. Wir haben eine fesselnde Szene aus dem Agenten-Thriller True Lies vorbereitet. Hans-Werner und Mirko zeigen uns jetzt, wie Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis, wie es bei denen zu Hause zugeht. Auch euer Thema, die alltäglichen kleinen Streitereien. Macht's ab. Du bist ziemlich kurz angebunden. Findest du? Ich werde dich verlassen.
Na, endlich. Die Kinder nehme ich mit. Welche Kinder? Unsere. Ach ja, unsere beiden Kinder. Drei, Adi, drei. Stimmt, drei. Du hast doch schon wieder getrunken. Ich niemals. Verdammt, du kannst ja gar nicht mehr gerade ausgucken. Ja, das stimmt gar nicht. Du nimmst doch. Hauch mich mal an jetzt mal. Nur eine Kiste Bier und ein Steak. Oh Gott, das war englisches Rindfleisch. Damit wollten wir unseren, deinen Hund, den hab ich schon barf gefahren. Den hast du schon, der hat dich schon. Unglaubliche Mann, ich muss jetzt die Punkte vergeben. Ganz, ganz toll, wie du also, Mirko, wie du das dargestellt hast, diese verstellte Stimme, ja, weißt du, wie der Mann... Ja, ich hoffe, mit denen kriegst du so ein bisschen österreichisch an. Ja, das war großartig, der Mann kann österreichisch. Hier auf der anderen Seite hat mir wirklich hervorragend gefallen, wie Tommy Wosch die Frau dargestellt hat. Und Markus Maria Profittlich, den Österreicher, obwohl ihm das sehr, sehr fern liegt. Es war wirklich eine unglaubliche Leistung. Deswegen, und ich kann nicht anders, gebe ich euch 3 Punkte und euch 2 Punkte für diese Runde. Und damit, meine Damen und Herren, das ist okay. Und meine Damen und Herren, das bedeutet, voll witzig musste 11 Sendungen bringen, um endlich mal etwas zu haben, was wirklich gerecht ist, nämlich einen Endstand, einen Gleichstand von 9-9 Punkten. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Das war voll witzig. Ein Gleichstand, gerechte Punkteteilung, wie bei Fußball. Und ich lade euch jetzt alle zu einem leckeren englischen Steak ein, oder? Ich bedanke mich bei meinem Radeteam. Sie sollten nächste Woche auf den 8.8.8. Denn dann kommt voll witzig wieder Sonntag, 22:15 Uhr. Tschüss, bis dann. Und denken Sie daran, die ganze Wahrheit, die erfahren Sie nur bei uns. Danke. Voll witzig, das Sat.1 Comedy Quiz mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Kai Pflaume und Sabine Bultau. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns sehen Sie die witzigsten Bilder der Woche und Sie bekommen die Antworten auf die brennendsten Fragen der letzten Tage. Zum Beispiel, wird Schumi doch noch Weltmeister? Wie bastelt man sich eine eigene Sonnenfinsternis? Und wann gibt es die George Michael Puppe auch in Deutschland? Diese und andere Fragen, meine Damen und Herren, werden heute beantwortet von 100 Kilo geballter Schlagfertigkeit Markus Maria Profittlich. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, dass ich diese Sendung ein bisschen verzögere. Das ist das Schöne an einer Live-Show, dass man immer warten muss, wenn die Gäste noch arbeiten müssen. Er ist unser Gast heute, aber er ist noch im Nachbarstudio. Er ist auf dem Weg hierhin und ich bekomme gerade ein Zeichen von meinem Regieassistenten, dass er da ist, meine Damen und Herren. Wir können also beginnen. Er wird heute nämlich verkuppelt, der Markus, mit dem Mann, der heute einfach nicht nach Hause gehen möchte. Seit über 3 Stunden hetzt er von Studio zu Studio und ist ohne Unterbrechung auf dem Bildschirm. Kai Pflaume. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung, guten Abend. Okay. Hey. Alles noch frisch. Wunderbar, Kai, schön, dass du da bist. Hallo. Alles fein? Alles bestens. In guter Stimmung. Und auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, die Herausforderer, Superhirn und Team-Captain Mirko Nonchef. Und dann seiner Seite Deutschlands schönstes Radiogesicht, die Comedy-Legende vom Frühstücksradio, Sabine Bulthaupt. Ja.
sie eine typische Handbewegung, meine Damen und Herren, auch voll witzig, beugt sich natürlich dem Trend der Zeit. Das bedeutet, ab heute wird bei uns nur noch nach den Regeln der neuen Rechtschreibreform gesprochen. Oh, das ist aber ganz schlecht. Da muss ich gleich mal meinen Duden suchen. Wo ist er denn? Moment, das ist ja eine gut ausgestattete Bibliothek, meine Lieben. Ja, das ist hier unten der große Brockhaus. Ach, den habe ich schon gelesen. Der ist ja, kann ich da mal, was denn hier? Ach, die Höcker von Notre Dame. Ach so, Ingolf, sag mal. Schreibt man Mirko verpisst dir eigentlich oder spricht man das mit SZ und mit SS? Ich könnte da noch mal nachschlagen, Moment. Mirko, könntest du vielleicht endlich mal diese dösige Brille abnehmen, bitte? Nein, das geht auf keinen Fall. Warum nicht? Es geht um die Sonnenfinsternis. Die ist total gefährlich. Die ist gefährlich. Habt ihr das gesehen, wie gefährlich die ist? Die Sonnenfinsternis ist hier, die gefährlich. Ich hatte mal einen Mann in der Glücksspirale. Den habe ich gezwungen, in die Sonne zu schauen. Das Ergebnis war fürchterlich. Schau mal. Ich weiß auch gar nicht, was diese ganze Aufregung soll. Die letzte Sonnenfinsternis war doch wohl völlig enttäuschend für mich. Ja, ich habe ja natürlich. Ich habe da einen Naturfilm gedreht. Ich habe da mal einen Ausschnitt mitgebracht hier. Hier wunderbares Bild und zack Sonnenfinsternis und null Belichtung mehr. Null Belichtung. Null. Bubble. Immer wenn es interessant ist. Für alle anderen, meine Damen und Herren, die wie Mirko ebenfalls Angst haben, die Sonnenfinsternis direkt zu beobachten, überträgt das ZDF das Jahrhundertereignis live und in Schwarz-Weiß. Damit erfüllt sich für viele Zuschauer ein Traum. Endlich geht beim ZDF das Licht aus. Zu unserer ersten Runde. Und jetzt geht's für euch ans Arbeiten. Es wird ernst. Den Filmen der Woche. Markus und Kai, ja. Was zeigt uns der nun folgende Film? Ja. Das kann ich auch normal. Tiger im Tank hat Schluck auf. Ja. Ich würde sagen, Hugh Grant wieder mit einer Nutte im Auto erwischt. Oder Australier vergisst Känguru im Kofferraum. Ja, auch gut. Die tragische Wahrheit, ihr Lieben, hinter diesem Ausschnitt. Ossi-Benzin immer noch nicht klopffest genug. Mirko und Sabine, hier kommt euer Beitrag. Was kann es sein? Ich denke, es ist ein neues Gesetz. Wer Frauen im Wald findet, darf sie behalten. Gut, das waren schon 40 Punkte, aber macht euch diesmal. Nee, wir machen nur einen. Zeig nochmal. Viele Bundestagsabgeordnete nehmen ihre Sekretärin persönlich mit nach Berlin. Aber jetzt. Jetzt läuft es. Vielleicht noch einen drauf. Schade, Herzblatt, Hubschrauber kaputt. In Wirklichkeit, meine Damen und Herren, liebe Freunde, handelt es sich um die Illustration eines wichtigen Termines, den niemand vergessen sollte. Bis zum 31.08. können Urlaubsbekanntschaften zurückgegeben werden. Und ich muss einfach mal anerkennen, dass Kai Pflaume schon den ganzen Tag quasi durchmoderiert. Und ich möchte doch hier, meine Damen und Herren, ein Novum natürlich bei Vollwitzig, einen Fleißpunkt vergeben. Danke. Also zwei Fleißpunkte für Kai Pflaume und zwei Punkte habt ihr euch ohnehin verdient. Das heißt, vier Punkte für euch und einen Punkt für euch. Aber es ist noch. Tut mir leid! Es ist natürlich noch alles drin. Am Mittwoch, meine Damen und Herren, das wissen Sie natürlich längst, wird die Natur am helllichten Tag verrückt spielen. Bereits am Mittag werden die Blumen ihre Knospen schließen, die Vögel ihr Abendlied anstimmen und Papi die erste Flasche Bier aufmachen. Auch in unserem heutigen Pantomime-Spiel geht es um Naturereignisse. In 15 Sekunden werden unsere Rateteams versuchen, jeweils drei Naturereignisse zu erraten. Markus beginnt. Und ja, Kai rät. Natürlich. Markus, hier ist das erste Naturereignis. Machen wir nichts kaputt. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Okay. Erdbeben! Danke. Ja! 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 Ja
Ja. Und das zweite Natureignis, das möglichst ohne Wasserlassen im Studio vonstatten gehen sollte. Markus, 15 Sekunden ab jetzt. Wasserfall! Nein. Springflut! Ja! Ja! Fantastisch! Unglaublich! Unglaublich! Hauptsache, es bleibt noch ein Begriff für euch übrig. Und jetzt kommt der Begriff, der für Markus Maria Profitlich geradezu gemacht ist. 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Vulkanausbruch. Ein Naturereignis. Vulkanausbruch. Tornado. Wasserarmut. Leider vorbei, es war die Dürrekatastrophe. Oh, Wasserarmut, habe ich doch gesagt. Ja, aber Dürrekatastrophe ist ja, was anderes als Wasserarmut. In Ostdeutschland früher hatte Natur. Komm, erst errate ich hier deine mies dargebotenen Begriffe. Ja, und jetzt machst du aus. Danke an unser lebendes Planetensystem, Markus Maria Profitlich. Mirko, jetzt wird es schwer. Ja Naturkatastrophen für Mirko Nonchef. Und hier ist die erste. Oh, 15 Sekunden Zeit ab jetzt. Lawinengefahr. Nein. Erdrutsch. Nein. Scheiße. Was soll das sein? Was geht denn hoch? Komet. Kugelblitz! Ach, Kugel! Bleib mal bei Roll! Nicht Kuchenblitz, Markus, Kugelblitz! Ja, Kugelblitz! Ja. Und. Und hier die zweite Naturkatastrophe für Mirko. Genau. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt! Wanderdüne! Seitenwind, Tornado, Hurricane. In der Mitte, Schwanz, nee. Was? Was? Wir wissen. Windhose. Ah, ja. Hacke. Was ist das? Ein Punkt Abzug für das Team wegen eines schlimmen Wortes. Ja, so ist der Ingo. Nee. Und hier kommt, wir wollen den Bildschirm sauber halten. Und deswegen jetzt auch hier unsere dritte Naturkatastrophe für Mirko. Gesucht war das Wort von der Naturkatastrophe multipler Orgasmus. Aber meine Damen und Herren, ich glaube, der Vulkanausbruch war so nah dran. Ich gebe diesen Punkt. Ja. Damit bekommt Sabine und Mirko einen Punkt und ihr bekommt für diese Runde zwei Punkte für zwei richtig erratene Begriffe. Das macht einen Punktestand von einem Punkt für euch und sechs Punkte für euch. Aber... Können wir eigentlich aufhören, oder? Aber es ist ja noch alles drin, wenn auch das wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt der Sendung eine Lüge ist. Aber meine Damen und Herren, damit sind wir bei den Schlagzeilen der Woche. Allerdings nur fast, denn die Schlagzeilen, die ich in dieser Woche in der Zeitung gefunden habe, sind nicht ganz vollständig. Eure Aufgabe ist es nun, die fehlenden Wörter zu ergänzen in dieser Schlagzeile. Markus und Kai fangen an. Hier kommt eure Schlagzeile. Mallorca wird immer... Was könnte sich dahinter verbergen? Mallorca wird immer wieder gerne mit Wanne Eickel verwechselt.
Mallorca. Ne? Mallorca wird immer noch mit zwei L geschrieben. Mallorca wird immer nachts feucht durchgewischt. Danke. Toll, ergänzen Sie Schlagzeilen. Mallorca wird nachts feucht durchgewischt, ist natürlich ganz vorne dabei. Das ist die Frage. Die richtige Schlagzeile war natürlich, Mallorca wird immer voller. Und zwar mit Sangria. Mirko und Sabine, hier kommt eure Schlagzeile. Der Papst freut sich auf... Auf was freut sich der Papst? Hm? Papst freut sich auf 80 Sprachen hintereinander. Lösen wir mal die Telefonie. Der Papst freut sich auf die Beschneidung seines ältesten Sohnes. Minus eins. Oder der Papst freut sich auf letzte Ölung von Beate Uhse. Das Niveau steigt immer mehr. Oh, jetzt macht man den Waffe. Jetzt machen wir die härteste Waffe. Der Papst freut sich auf die nächste Folge von Voll Witzig mit Ingolf Lück. Das gibt in dieser Runde eindeutig 4 Punkte für euch und einen Punkt für euch. Meine Damen und Herren, die Schlagzeile hieß, unser Papst freut sich natürlich auf sein Papamobil. An dem Alten will er den letzten Ölwechsel persönlich vornehmen. Das wäre die Schlagzeile gewesen. Wir kommen natürlich zur nächsten Runde. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentle People, ich werde jetzt mit einer einzigen Handbewegung vor den Augen eines Millionenpublikums Kai Pflaume verschwinden lassen. Setzt bitte eure blickdichten Brillen auf. Denn jetzt kommt unser ganz beliebtes Pappenheimer-Nasenspiel, Nasenheimer-Pappspiel oder Pappen-Nasenheimer-Spiel, meine Damen und Herren. Wer bin ich? Und es sind wieder zwei Prominente der zurückliegenden Woche. Will er nicht vorsagen, Nummer 1 für Kai Pflaume und Nummer 2 für Markus Maria Provittlich. Und ihr habt jetzt 45 Sekunden Zeit, durch Fragen herauszubekommen, wer ihr seid. Ihr antwortet bitte immer ehrlich mit Ja oder Nein. 45 Sekunden, die Zeit läuft. Und hier kommt euer erster Hinweis. Ihr kommt ganz schön rum. Okay, Markus, bin ich männlich? Was? Die da fragen! Ja! Was? Hallo! Was? Er ist männlich. Ach so, du siehst ja nicht. Bin ich männlich? Ja. Sind wir ein Paar? Nee. Ja, nein. Nein? Nein. Euer Politiker? Bin ich? Nein. Bin ich Schauspieler? Euer zweiter Hinweis, ihr seht am liebsten schwarz-weiß. Hä? Sportler? Ja. Ja. Gleich euer... Richtig. Leichtathletik? Gleich nein. Euer Boxer. Dritter Hinweis. Der eine hat mal einen fahren gelassen, der andere ist zweimal gelassen gefahren. Schumacher und Häkkinen? Nein, es ist nicht Mika Häkkinen. Was ist es denn jetzt? Es ist Schumacher und Irvine. Das ist richtig! Yeah. Ja. Und jetzt setzt ihr bitte eure blickdichten Brillen auf, denn jetzt werden auch bei euch Köpfe rollen. Irvine Schumacher! Auch hier Mirko, ein... Und das? Bekanntes Paar dieser Woche, ich würde sogar sagen, das Paar der Woche. Ja, das ist jetzt 45 Sekunden das Zeit ist jetzt zu erraten, zu einfach. Wer ihr seid. Hier kommt euer erster Hinweis. Auch bei euch stiehlt einer dem anderen die Show. Wie im wahren Leben. Schöne Sache, ja. Mhm. Ach so, geht's bin euch? Ich eine Frau? Ja. Hallo. Ja, weiblich. Nein, der. Weiblich. Nein, bin ich männlich? Die Brille schlabbert. Bin ich eine Schauspielerin? Nein. Euer zweiter Hinweis, bei euch geht ziemlich rund. Hä? Queen Mom, ich bin Queen Mom. Nein. Nein. Na, mach du mal. Nee? Bin ich alt? Die nie raus. Alt? Sehr, sehr. Dritter Hinweis, euch wirft nicht so leicht aus der Bahn. Ja. Ich bin gar kein Mensch. Mach richtig. Nein. Sonne. Ja. Ja. Oh. Und Mond. Ja. Ja. Ja.
Ganz klar, meine Damen und Herren, wenn der Mond sich käsig fühlt, legt er sich in die Sonne, um ein bisschen Farbe zu kriegen. Genau das wird am Mittwoch passieren. Sehen kann man es leider nicht, denn es ist ja finster. Aber hell ist es jetzt für euch geworden, denn ich gebe jeden von euch 2 Punkte, 2-2. Und das gibt einen Gesamtpunktestand vor unserem wichtigsten Spiel von 7 Punkte für Sabine und Mirko und 9 Punkte für Kai und Markus. Das bringen wir nach Hause, das Ding. Jawohl. In unserem Synchronisationsspiel geht es heute natürlich um Kai Pflaumes Lieblingsthema, die Liebe. Einer der erfolgreichsten Liebesfilme ist Pretty Woman. Der zweite Teil ist vor einer Woche in Amerika angelaufen. Deshalb sollt ihr, Sabine und Mirko, die legendäre Badewannenszene aus Pretty Woman neu vertonen. Hier, jetzt und live. Euer Thema, nur die Liebe zählt. Und hier ist die Mats. Juhu! Ja, was bist du denn für einer? Ich bin Kai Pflaumchen. Ach! Die Schmeißlocke von Sat.1? Ja, genau der. Und ich habe dir einen Liebesbrief mitgebracht. Oh, bestimmt von Ingolf, diesem Idioten, echt. Der hat meine ganzen Klamotten nämlich mitgenommen, echt, dieser Idiot. Dein Kleid stand ihm aber ziemlich gut. Oh Mann, ey, dieser Volltrottel, echt. Ich sitze schon seit einem Jahr hier in der Wanne und sehe aus wie... Ja, das kenne ich, das Problem. Versuch's doch mal mit mir. Ich meine, ich bin Ossi, ich bin reich, berühmt und ziemlich männlich. Ja. Erst knallen sie einen, 9 Monate später kriegt man einen kleinen Honecker. Wie steht's mit Verhütung, ha? Ich trage doch eine Glücksspirale. Ach, Spiralen sind für Frauen, du Depp. Das stimmt doch gar nicht. Aha, du bist voll blöd. Ah! Wenn ich mehr auf die Witze mache, dann darf das ja nur, wa? Na ja, aber... Ich notiere 2-mal Idiot von Sabine gegen meine Person, 1-mal Vollidiot. Das ist die Frage, ob das noch zu toppen ist nach unserer Pause. Im zweiten Teil von Voll Witzig wartet auf Sie ein weiterer atemberaubender Liebesfilm. Sehen Sie Kai Pflaume und Markus Maria Profitlich als King Kong und die weiße Frau. Und wenn Sie wissen wollen, wer von den beiden King Kong spielt, dann bleiben Sie drin. Außerdem erwartet Sie das größte Finale in der Geschichte von Voll Witzig. Bleiben Sie dran, bis gleich. Willkommen zurück zu Voll Witzig, das Comedy-Quiz in Sat.1. Mit mir im Studio Kai Pflaume, Markus Maria Profitlich und Sabine Bulltaub und Mirko Nonchef. Sabine und Mirko haben eben einen fantastischen Pretty Woman-Interpretation vorgelegt. Und im zweiten Teil unseres Synchronisationsspiels geht es um Anmut und Grazie, denn auch King Kong hat endlich seine große Liebe gefunden. Ja. Markus und Kai, euer Thema, Liebe geht durch den Magen. Okay. Ich will Bananen, Bananen, Bananen. Aber da ist ja eine. Ich bin aus dem Osten, ich bin keine Banane. Ja, sicher bist du eine. Komm her, ich pflück dich. Nein, ich bin wirklich keine Banane. Bist du denn eine Aubergine? Ey, hast du schon mal eine Aubergine gesehen, die ich sprechen kann? Nee, bist du vielleicht eine Kichererbse? Eine Kichererbse? Wo gehst denn du einkaufen? Ja, warte, ich find's schon raus. Nee, verrate nichts verraten. Ich hab's, du bist eine Pflaume! Toll gemacht, wirklich toll. Meine Damen und Herren, ich muss jetzt Punkte vergeben und danach wird sich zeigen, wer dieses heutige Voll Witzig gewonnen hat. Männer, ihr habt es wunderbar gemacht, aber wir haben in der mittlerweile 4800. Sendung von Voll Witzig haben wir, glaube ich, unsere zweite junge Frau und ich glaube, so wunderbar, so schön, so anmutig und so grazil Sabine Bulltaub eben die Pretty Woman Julia Roberts nachgemacht hat. Das verdient wirklich größte Anerkennung. Deswegen 3 Punkte für euch für dieses Spiel und 2 Punkte für euch. Und das zeigt uns, meine Herren, einen ganz, ganz knappen Endstand. 2. Sieger mit 10 Punkten, Sabine und Mirko. Ein großes. Und Sieger des heutigen Abends und ein Punktgewinner bei Voll Witzig mit 11 Punkten, Kai und Markus. Das, meine Damen und Herren, war's
für heute bei Verwitzig. Für nächsten Mittwoch sehen wir schwarz. Dafür sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Für Sie dann da unsere Gäste Bernhard Hoeker und der gute alte Elmar Hörig. Und denken Sie daran, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Danke euch. Schön, dass Sie da waren.